Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. In dieser Woche berät der Deutsche Bundestag über den Haushalt, sprich die Frage, wie viel Geld der Bund einnimmt und wofür es ausgibt. Wir halten den Entwurf der Großen Koalition für ziemlich ungerecht. Ungerecht den Jüngeren gegenüber, denn denen werden fast 100 Milliarden neuer Schulden aufgebürdet. Und gleichzeitig wird eben nicht in ihrem Interesse investiert, denn die Investitionsquote in Bildung, die sinkt sogar. Und das ist eben ungerecht. Immer mehr Staatsschulden sind auch nicht nachhaltig. Zwar gibt es einige, die glauben, der Staat könnte bedenkenlos einfach immer mehr Schulden auftürmen und müsse sie eh nie zurückbezahlen. Aber genau das war der Denkfehler zum Beispiel in der europäischen Staatsschuldenkrise 2008 fortfolgende mit verheerenden Folgen für alle Beteiligten. Deshalb darf Deutschland nicht das Signal senden, dass es in Ordnung ist, einfach bedenkenlos immer mehr Schulden zu machen. Ihr fragt euch jetzt, was könnte man anders machen? Und ich will euch ein ganz einfaches Beispiel geben. Nehmen wir Olaf Scholz, seine Kanzlerkandidatenkriegskasse. Denn fast die Hälfte der Neuverschuldung geht in die sogenannte allgemeine Rücklage. Das ist nichts anderes als Steuerzahlergeld, wo jetzt noch keiner weiß, wofür es verwendet werden soll, außer Olaf Scholz, nämlich wahrscheinlich für Zückerchen in seinem Wahlkampf im nächsten Jahr. Und die Zukunft Europas und die Generationengerechtigkeit sind aber wichtiger als der Wahlkampf von Olaf Scholz. Und deshalb kann man sich diese Rücklage schlichtweg sparen. Wenn euch diese Folge meines Espressos gefallen hat, dann schaut euch doch vielleicht einfach noch andere an. Abonniert meine Kanäle, die Kanäle der FDP-Bundestagsfraktion und vor allen Dingen liked, kommentiert, schreibt uns einfach, wenn euch was gefallen hat, auch wenn euch was nicht gefallen hat, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn wir was anders machen sollen, wir antworten bestimmt. You